Liebe Gemeinde, willkommen zum nächsten Match des Osterturniers. Abermals auf dem Osterfieber prügeln sich nun die Hellenschnitten Phoenix und Akaito gegen Pilgrims Taverne oder mit Pilgrims Taverne, bestehend aus Mike Astro und Maximal. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Pilgrims Taverne ist diesmal im Nordteam, die Hellenschnitten arbeiten im Südteam. Phoenix arbeitet über zwei Hochschulen. Hilfegrube, der Erich wurde ausgepackt. Wird hoffentlich wieder gut benutzt. Marino Morfichet. Er will natürlich die tödliche Kombination haben für den Flächenschaden, um ganze Armeen damit zu löschen. Und die gehen natürlich entsprechend hier von ihren unterschiedlichen Positionen schon die ganzen Ostereier suchen. Hinten ist der Leibi unterwegs, um die Golderzader zu setzen. Die kommen rüber, um hier mitzuhelfen. Holz wird gehackt. Ah, die gehen wahrscheinlich jetzt erstmal zum... Ja, die gehen zum guten Teil erstmal Holz in der Nähe hacken. Weil es wohl gleich fürs zweite Dorf sind, gleich direkt gebraucht werden wird. Die Eisenmine steht, Steinmine steht. Hier stehen einfach nur kurz drei Ostereier in einer Reihe bei Akaitos Steinmine. Werden die Schnitten deshalb werden serviert oder reicht das Budget nicht mehr für Brot? Nun, wir werden es sehen. Ziel der Karte ist es, den Gegner komplett auszuradieren. Nach 40 Minuten gehen die Felsen hier weg und dann kann man sich gegenseitig schlagen. Es gibt hier an dieser Stelle noch ein Söldnerquartier, das man im Winter erreichen kann. Und es gibt diverse Secrets und Easter Eggs, die man benutzen kann. Man kann Ostereier einsammeln, um auch ein bisschen Geld zu bekommen, um seine eigene Wirtschaft ein bisschen anzukurbeln. So hat Phoenix zum Beispiel jetzt schon 29 Leibeigene. Akaito hat aktuell noch 24, weil sie noch keine Ostereier gesammelt hat. Und doch, sie hat Ostereier gesammelt, aber noch nicht genug. Oder ist es die Goldmine, die gearbeitet hat? Es gewittert. Faszinierend, ich mag Gewitter. So, Phoenix kommt wohl auf den 840er Zahltag aktuell. Baut direkt sein Dorfzentrum hoch. Weil die Leibeigenen. Er geht aber nicht auf den Golderzader. Er nimmt lieber die 20 Taler mehr mit. Weil das Golderz wohl nicht als benötigt betrachtet wird. Interessant. Zwei Hochschulen statt eine Hochschule plus Mine. Das erlaubt ihm natürlich schnell die Forschung durchzumachen, schnell in die Konstruktion zu kommen. Weil er Bildung und Konstruktion fast gleichzeitig angehen könnte. Da hinten geht er wieder einsammeln. Weitere Leibis kommen. Das waren... Steuern kamen recht nicht hoch, oder? Müssten sie? Akaito hat einen 410er Zahltag. Die Bildung ist hier richtig durchgekommen. Maximal kriegt einen 100er Zahltag. Er hat scheinbar sehr spät angefangen mit seinem Bau. Mike hat den 840er Zahltag geschafft. Von dem, wie es aussieht. 38. Nein, schon 5 Zahltag hat funktioniert. Ja, Phoenix Zahltag hat durchaus ganz gut funktioniert. War mir gerade unsicher, aber die Masse an Leibeigenen sagt es aus. Es ist durchaus eine reine Schlachtmap, ja. Aber es gibt sehr viele zusätzliche Aspekte. Ich werde sie erklären, wenn wir sie sehen. Es sind zu viele, um im Voraus alle zu nennen. Kurzum, jeder hat noch eine zweite Burg oder gewissermaßen eine Außenpostenburg. In der kann man so eine KI noch zusätzlich verwalten, die einem helfen wird. Und die funktioniert sowohl als Dorfzentrum als auch als Burg. Das heißt, hier kommen auch Siedler raus. Und es gibt natürlich ein bisschen pro Ausbaustufe 10 Bevölkerungsplatz mehr. So. Man kann die Karte crashen. Ich hoffe nicht mehr. Es gab Crashes, aber die wurden hoffentlich behoben. Phoenix hat sich jetzt die nächste Golderzgrube oder die Golderzgrube auch geholt. Konstruktion und Alchemie losgetreten. Und zieht gerade hier hinten die Kapelle noch vor dem zweiten Zahltag durch. ...1060er Zahltag bei Phoenix. 940 ist es aktuell bei Mike. Weil seine Kapelle noch nicht steht, würde ich schätzen. Ja, weil seine Kapelle noch nicht steht. Konstruktion wird hier aber auch gerade ganz kurz durchgeforscht.
Alchemie wird schon mitgeforscht, damit die Universitäten schneller rauskommen können. Und Hallöchen, Barbara. Einen guten Abend. So, der Zugriff auf Konstruktion wird ihm gleich erlauben, einen riesigen Haufen von Ziegelhütten hier rauszuprügeln. Natürlich muss noch Lehm gehackt werden, damit die Kapelle entsprechend versorgt werden kann. Dafür sind auch ein paar Leibeigene schon am Arbeiten. Erik ist inzwischen ganz fleißig am Suchen. Keine untätigen Leibeigene von seinen 75, 64, die kommen gerade alle raus. Maximal ist gerade bei 27, hat gerade den 170er Zahltag. Ich glaube, er setzt die Steuern halt immer noch nicht hoch. Ich glaube, er setzt die Steuern nicht hoch, solange er es überhaupt gar nicht muss. Aber hohe Steuern sind das Rückgrat bei einem Multiplayer-Aufbau. Dementsprechend ist das etwas, woran er vielleicht noch arbeiten sollte für die Zukunft. So, was für Helden sehen wir denn insgesamt noch, die Anwendung finden? Also, der Erik wurde hier mitgebracht. Und wen hatte Mike noch mitgewählt? Okay, maximal ist auf Erik und Drake gegangen. Eine Standard-Vanilla-Wahl. Ohne großartige Symbiose, wobei ich glaube, die können zusammen ein bisschen buffen, damit Fernkampf wirklich sehr stark werden. Okay, Akaito hat auf jeden Fall Marie de Morphichet gewählt. Die Frage ist, was die zweite Heldenwahl geworden ist. Wehrpflicht und hier hinten geht gerade das durch. Phoenix prügelt jetzt gerade den Leibeigene raus. Ich frage mich, ob er was von dem Geld behält für. Na gut, er kann ja gerade sowieso nicht so viele Leibeigene setzen, weil das Dorfzentrum noch nicht steht. Woran sich die Leibeigene wahrscheinlich jetzt gleich machen werden, sobald er den nötigen Stein hat. Denn gehen nämlich die ganzen Ziegelhütten schon raus. Phoenix hat pausiert. Was ist jetzt los? Lags. Häng ich zurück? Nein. Wollte nur sicherstellen, denn ich habe das Gefühl, bei BS kann es schnell passieren, dass man aus Versehen zurückhängt. Mike Astro ist raus. Maschinengott, bitte sei uns gnädig. Omnissiah, von der Schwäche des PCs erlöse uns. Heil deine verwundete Maschine. Segne die geheiligte und gesalbte Leitung des Internets. Sei bitte einmal kein Arsch zu uns. Ich will nicht schneiden müssen. Wenn ich schneide, muss ich rendern. Und dann dauert das da 20.000 Jahre und wird 40 Mal abstürzen. Nein. Was ist Abyss? Ja, schläft. Schläft, schnurrt, sagt, hilft er ganz leise, Ruh. Mike joint. Das Reinladen dürfte nicht zu lange dauern bei den paar Minuten, die wir drin sind. Immer noch nicht für seine letzte Nachricht einkaufen, als ob ihr immer noch bei technischen Problemen seid. Nein, Manu. Wieder. Wir sind wieder bei technischen Problemen. Weil Phoenix Lags hatte und deswegen pausiert hat und dann ist Mike rausgeflogen. Die Probleme davor, die haben sich lösen lassen. Das war kein Problem. Leitet das Kabel besser, wenn es gesalbt ist? Nun, wenn du fest genug dann glaubst, dann ganz bestimmt. Okay, sein Spiel ist einfach scheinbar abgekaspert. Okay, es geht weiter. Kein Schnitt nötig. Mein Gebet an den Maschinengeist ist hoffentlich entsprechend durch. So, Phoenix braucht auf jeden Fall jetzt ein Dorfzentrum, was auch gerade gebaut wird, damit seine Ziegler Position beziehen können, denn aktuell stecken die fest. Im Hintergrund hört man es wahrscheinlich nicht wirklich, außer wenn ich rede. Aber der Regen prasselt gerade mit mehreren hunderttausend Newton auf mein Fenster drauf und es macht mich so glücklich. Es gibt nichts Gemütlicheres. Ah. Akaito hat noch keine Ziegel gebaut, das ist wahr.
Rinderkaido hat noch keine Ziegler gebaut. Konstruktion ist, glaube ich, Konstruktion ist gerade durchgekommen. Jetzt kommen die Zieglerten. Mike prügelt auch seine Ziegler inzwischen raus. Ah. Oh. Der Kater wurde vom Regen geweckt. Jetzt ist er aufgewacht. Und guckt ganz... Ja, das ist Regen. Falls ihr ihn gleich da hinten rumtanzen seht, dann geht ein Regen an Starren. Findet er ganz faszinierend. Das ist Hagel, nicht Regen. Fair, da kann man schon mal hingucken. Das erklärt die 100.000 Newton, mit denen das raufprasselt. Gut. Übrigens, falls gleich alles hier abstürzt, dann hat ein Blitz mich wahrscheinlich einfach getroffen, weil ich von Donner gehört habe. Dementsprechend gewittert das wahrscheinlich gleich sehr hart. Und die Versorgung der Leute geht bei Phoenix jetzt gerade auch los. Er baut seine Wohnhäuser, um die Ziegler und die Mine zu versorgen, um an mehr Lehm zu kommen. ...310er Zahltag. Was sagt der Zwischenpunktestand denn? Der Zwischenpunktestand sagt, dass Phoenix gerade einfach wegrennt. Gefolgt von Mike Astro, der nur knapp vor Akaito ist. Und maximal ist etwa die Hälfte von hinter Akaito abgeschlagen. Und da war der Blitz. Keine Sorge, wir sind... Real Life ist nicht Balancing Stuff. Ich werde jetzt nicht direkt getroffen werden. Jetzt hat sich erwartet, dass die Kamera einfach direkt weiß wird. So, Phoenix baut schon seine beiden Unis hoch. Mike Astro baut sich eine hoch und die zweite geht noch nicht, weil noch Steine fehlen. Erstens ist er am Bevölkerungslimit und muss ein drittes Dorfzentrum belegen. Er wird sich wahrscheinlich sein, das nächste hier auch noch mitnehmen. Maximal baut jetzt seine Kapelle. Mike Astro hat seine Festung. Und wir sehen ja, diese Festung hier, die Meter scheint sich dahin verschoben zu haben, dass man nicht über diese Burg zuerst ausbaut, weil die einfach teurer ist und die Baumaterialien sind für den Anfang viel wertvoller als die 10 Platz, die man kriegt. Aber später werden die ausgebaut werden. Da die Unis und die Burg relativ gleichzeitig fertig geworden sind, kann die Forschung gleich richtig weitergehen. Zahnrad zuerst nehme ich an. Legierungen gehen direkt los. Zahnrad wird wahrscheinlich gleich folgen, sobald er sich leisten kann, sobald er 300 Steine hat. Und da ist es schon. Gut. Frage ist aber auch, bist du ein Held oder eine Kanone? Weil dann ist Gewitter tödlich. Kanone? Vielleicht. Das hängt davon ab, wie großes und einschlagkräftiges Kaliber man mich betrachtet. Ob ich ein Held bin, liegt in jeder Manns eigenen Augen. Ich empfehle, davon nicht auszugehen, denn die Idolisierung von Menschen ist niemals eine gute Idee. Die Idolisierung und das Verfolgen von Idealen, absolut nachvollziehbar, aber bindet euch niemals an eine feste Person oder an eine Person, denn Personen sind von ihrer grundlegenden Natur heraus imperfekt. Und wenn man sich auf eine Person als Gesamtbild darauf fokussiert und, oder schlimmer noch, sich ein idealisiertes Bild dieser Person macht, kann, und darauf sind seine Welt aufbaut, dann kann man sich sehr schnell von seinem gesamten Weltbild verabschieden, sobald offensichtlich wird, dass Menschen menschlich sind. Man kann mit den eigenen Makeln kämpfen, man kann versuchen, die eigenen Makel zu überkommen. Jeder Mensch sollte das tun. Aber das niemals im Versuch, so zu sein wie jemand anderes, sondern immer in dem Versuch, so zu sein, wie die beste Version von einem selbst ist. Und damit haben wir den motivationsspezifischen Bildungsauftrag für heute erstmal erfüllt und können wieder zu dämlichen Witzen zurückkommen. Große, schwere Kaliber und Helden. Natürlich muss alles wieder auf Ari hinauslaufen. Ari ist eine wahre Heldin. Sie hat Vertrauen darin, dass sie nicht erschossen wird, denn sie braucht keine Rüstung. Phoenix setzen wir seine Bonus-Ziegelhütten hier unten hin, um ein bisschen mehr an Kram zu kommen.
Natürlich möge man mir jetzt nachsagen, dass mein Verstand irgendwo hinführt, wo er nicht hinführen sollte. Aber betrachten wir es als Lob. Körperpositivität ist doch aktuell so eine große Sache. Da kann man schon mal Ari gegenüber der Art und Weise, wie sie sich in Form hält, durchaus Respekt zollen. Immerhin ist sie in der Lage, einen Kriegsbogen zu führen. Wisst ihr, wie viel Armstärke das braucht, um so einen Teil effektiv benutzen zu können? Genug, damit ich nicht von ihr ins Gesicht geschlagen werden möchte. Denn das hinterlässt einen blauen Flecken. Mindestens einen. Handel so, dass die Maxime deines Handelns jederzeit sofort zur allgemeinen Gesetzgebung werden kann, Kant. Ja, das mag sein. Das Problem ist, dass viele Menschen so handeln, oder dass die allgemeine Gesetzgebung oftmals eher daran gebunden ist, wie viele Menschen handeln. Dementsprechend wird das so angewandt, nur nicht auf die positive Art und Weise, wie man gerne möchte, nicht wahr? Es gibt Bögen mit weniger Zug. Shadiversity, ja, ich weiß, dass es Bögen mit weniger Zug gibt. Aber generell für mittelalterliche Kriegsbögen und Langbögen, wenn die ihren vollen Effekt haben wollen, dann brauchen die schon ein gutes Maß an Zugkraft. Wenn du dir um Zugkraft keine Gedanken machen möchtest und Spaghetti-Arme behalten möchtest dafür, dann nimm eine Armbrust. Dafür brauchst du das nicht. Eine Armbrust hat einen cleveren Mechanismus, der darauf basiert zu sagen, ich arbeite nicht hart, ich arbeite clever. Und es gibt natürlich besonders moderne Bögen, die deutlich weniger über Zug funktionieren. Besonders moderne Sportbögen haben nicht so viel Zug, brauchen nicht so viel Zugkraft wie mittelalterliche Langbögen. Wenn die da so durchaus in die Hunderte vom Pfund gehen können. Langbögen sind auch nicht zwangsläufig besser als Kompositbögen, das ist wahr. Aber verlässlicher in nassem Wetter. Kompositbögen haben die unangenehme Eigenschaft, in nassem Wetter oder feuchtem Klima gerne mal ein bisschen auseinanderzufallen, wenn die nicht richtig aufgesetzt sind. Dafür kann man Kompositbögen mit vergleichsweise großer Zugkraft viel kleiner haben. Und deswegen wurden die gerne von den Mongolen und anderen Briten in Bogenschützenkulturen angewandt. War hier gerade ein Osterei? Nein. So, hier entstehen inzwischen weitere Ziegler, versorgte ebenso wie Steinmetze, die um das Lager drumherum geprügelt werden. Beginnt der Aufbau bei Alkalt unterdessen. Jetzt haben wir schon wieder Bildungsauftrag ein bisschen erfüllt. Rekursivbogen. Ja klar, aber was Ari hat, ist ein Langbogen. Und ein Langbogen braucht, da braucht man schon Kraft in den Armen. Es gibt natürlich immer clevere Waffen, oder clevere Mechanismen, die immer dafür sorgen, dass man sich weniger Gedanken machen muss. Ich meine, letzten Endes ist das Gewehr genau sowas, oder die Frühmuskete ist genau sowas gewesen. Denn Bogenschützen müssen durchaus, wenn sie effektiv sein wollen, wirklich effektiv, ein Leben lang trainieren. Oder zumindest sehr lange trainieren, über Jahre. Ein Armbrustschützen oder Musketenschützen, davon kannst du 200 in 2 Wochen aufstellen, wenn man ihnen einfach gut genug beibringt, wie sie mit den Mechanismen umgehen müssen. Weil sie den Körper nicht bearbeiten müssen. Ja, der Erich wurde gewählt. Also Phoenix hat Erich und Akaito, nicht Erich und... Goddammit. Phoenix hat Erich und Marie de Morfiché. Akaito hat Marie de Morfiché und wir haben... Und Vaag. Okay. Erich und... Zweiten Helden habe ich bei Mike noch nicht gesehen, tatsächlich. Aber maximal benutzt Erich und Drake. Mal schauen, wie gut er ihn einsetzen wird. Maximal sitze ich in Taverne hier hinten neben deiner Steinmetze. Ist das die erste Taverne, die wir bisher gesehen... Nein, das ist nicht die erste Taverne, die wir gesehen haben in diesem Turnier. Das war, glaube ich, wahrscheinlich Ritter Leo mit seinen Dieben, der hier versucht hat, die Golderzgrube da zu beklauen letztes Mal. Und ganze 2 Gold pro Diebstahl rausgekriegt hat. Außerdem ist der Boden da viel zu klein. Aris Gerät ist viel größer. Immer, ich weiß nicht warum, aber jedes Turnier landen wir irgendwie immer bei Aris Anatomie.
Ich weiß nicht warum. Es ist ein faszinierendes Konzept. Ich verstehe das schon. Er hat das Fernglas sehr schnell getecht, weil er andere Sachen nicht getecht hat, wie zum Beispiel das Zahnrad. Und weil er auch nicht mit hohen Steuern arbeitet. Maximal hat bislang seinen eigenen Aufbau. Er ist nur bislang noch nicht wirklich effektiv. Mal schauen, ob sich das irgendwann ändert. Weil sie so schwer zu übersehen ist. Das ist fair. Es stößt ins Auge, wenn man so möchte. Es ist schon auffällig. Man könnte sagen, hervorgehoben. Und zwar auf die Art und Weise, die wortwörtlich im Gehirn die Neuronen aktiviert. So. Aber wir unterrichten heute ja nicht Biologie, nicht wahr? Zumindest jetzt gerade nicht. Prominent könnte man es auch nennen. Dann wiederum gibt es kaum einen Helden in Sila 5, der nicht hervorstoßend ist. Immerhin sind die alle mindestens einen Kopf größer als alle anderen. Ich glaube, Vaak nicht. Ich glaube, Vaak ist der kleinste der Helden, lustigerweise. Weil er der einzige Held ist, der nicht noch vergrößert wurde. Der ist einfach nur ein Barbarenhauptmann. Mit einem Namen. Und einer Fähigkeit. Damals hatten ein paar Jungs viel Spaß beim Charakterdesign. Offensichtlich. Ich persönlich vermute immer noch, dass Ari von ihrem Design her eher so eine Anspielung auf Lara Croft von den alten Tomb Raider Spielen ist. Zumindest würde ich das vermuten. Ist Pilgrim der kleinste Held? Ich glaube nicht. Ich glaube, Pilgrim ist tatsächlich größer als ein regulärer Soldat. Vaak, soweit ich weiß, allerdings nicht. Vaak ist, glaube ich, immer noch so groß wie ein normaler Soldat. Pilgrim wird aber als Zwerg gerne bezeichnet, soweit ich weiß. Oder ist Pilgrim groß wie ein normaler Soldat? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe Pilgrim lange nicht mehr neben anderen Truppen gesehen. Meistens benutze ich ihn solo. Ist Pilgrim tatsächlich so groß wie ein normaler Soldat? Ha. Faszinierend. Müsste ich mir Zeit nochmal anschauen. Denn ich meine, Vaak ist der Einzige, der so groß ist wie ein normaler Soldat. Alle anderen sind einen Kopf größer. Die Helden, die sind schon hochgewachsen. Die haben gut zu essen bekommen beim Aufwachsen. Aber ich glaube, Pilgrim sieht einfach nur kürzer aus, weil er breiter gebaut ist als die anderen. Er ist definitiv stämmiger als die anderen Helden. Bei Siedler 6 wiederum, da gibt es offensichtliche Größenunterschiede. Da ist Hordal wortwörtlich ein laufender Turm und Elias ist einfach ein Fass. Und die anderen bewegen sich etwa in der Mitte. So, von den Punkten her insgesamt rennt Phoenix natürlich gnadenlos weiter weg. Akaito hat inzwischen Mike Astro um 600 Punkte abgehangen. Und Maximal ist bei 1200 Punkten hinterher. Interessant. Vergleichen wir mal deren beiden Aufbauten ein bisschen. Oder deren aktuellen Status ein bisschen. 5 Ziegürten. 3 davon sind ausgebaut. Schmieden werden gerade auch schon aufgestellt. 3 Ziegelhütten, 6 Ziegelhütten. Versorgt. Steinmetze werden auch gerade aufgestellt. Wo kommt der Hauptunterschied zwischen den beiden her gerade? Bei den 600 Punkten. Gebäudestatistik, lustigerweise. Zum Großteil. 400 der 600 Punkte kommen aus der Gebäudestatistik, der Rest durch Ressourcen. Das bedeutet, Akaito hat ihre Bevölkerung wahrscheinlich einfach drastisch besser versorgt als Mike. Scheint noch. Ja, durchaus. Mike Astro schickt maximal 250 Stein. Oder hat Akaito gerade irgendwas gekriegt, wenn wir gerade die Statistik geguckt haben? Können wir es hier sehen? Nein, können wir nicht. Maximal gibt an Mike auch wieder 200 Leben. Maximal supportet Mike halt. Das ist wohl seine Hauptaufgabe in der Sache. Und da hat sich Mike das nächste Dorfzentrum geholt. Das wird er auf jeden Fall gebrauchen können.
Maximal arbeitet übrigens aktuell immer noch über ein einziges Dorfzentrum. Vielleicht wird es tatsächlich darauf hinauslaufen, dass sich Mike gleich sogar noch das fünfte Dorfzentrum nimmt. Und dann mit fünf Dorfzentren spielt. Dafür wird er aber zwei Fronten halten müssen. Und das wird gegen Phoenix und Akaito nicht einfach. Ich versuche mich gleich an Guts BS zu teilen. Wünsche mir, gibt es jetzt noch keiner geschafft. Wirklich? Die Tutorial Map? Habe ich auch nicht durch. Habe ich mir niemals wirklich angesehen. Tatsache, Pilgrim ist durchaus ein Stückchen kürzer. Aber Pilgrim ist immer noch größer als Vaag. Pilgrim scheint irgendwie einen halben Kopf oder so kleiner zu sein als Dario und Ari. Vaag ist immer so groß wie ein normaler Hauptmann und der Scharfschützenhauptmann steht daneben. TV hat mir gerade ein Bild geschickt, deswegen bin ich rausgetappt und die Kamera wurde entführt. Das Tutorial ist sehr schwer. Man braucht ein Tutorial, wie man Tutorials macht. Ein Tutorial ist ja eigentlich dafür da, damit man lernt, wie das Spiel funktioniert. Es ist schwer, wenn man stirbt und nicht dazu kommt, das zu lernen. Und das ist schwer, weil das... Wenn man wirklich viel probieren muss, um die Siegbedingungen zu erfüllen. Denn wenn es schwer ist, weil es schwer ist, weil man die Siegbedingungen nicht einfach erfüllen kann, dann ist es was anderes. Dann kann man nämlich wirklich viel lernen. Wenn es schwer ist, wenn man gestompt wird, direkt am Anfang, und nicht in der Lage ist, die Sachen tatsächlich zu lernen, dann ist es als Tutorial nicht zu geeignet. Vielleicht werde ich mich beim Zeiten selbst davon überzeugen müssen. Vor allem, von wann ist das Tutorial und wie viele Änderungen hat BS in der Zwischenzeit erlebt? Vielleicht ist das Tutorial einfach nicht mal für das ausgelegt, was BS inzwischen geworden ist. Wenn ich nicht bald einen Platz in einem Bauernhof finde, falle ich vom Fleisch. Ach so, also man hat genug Zeit, um sich trotzdem in den Aufbau reinzuüben. Verstehe. Die KI-Änderung hat's gekillt. Ja, stimmt. BS hat jetzt auch so eine wütende KI. Wir konnten glücklich sein, dass die Challenge-Karte davon nicht betroffen war. Die erste. Die dritte müssen wir auch noch bei Zeiten irgendwann schaffen. Jetzt, wo sie offensichtlich wieder machbar ist, oder machbar ist, ohne abzustürzen. Phoenix hat sich die Dorfhalle genommen. Maximal erforscht gerade das Handelswesen, aber sieht immer auch mit normalen Steuern. Phoenix ist schon durchaus ein gutes Stück weiter. Baut sich hier seine Wirtschaft lang, hat schon eine Bank aufgestellt, um gleich die Schatzkammer zu kriegen und die Schuldscheine zu forschen. Chemie wird gerade geforscht. Gesetzbücher sind geforscht. Für den Ausbau zur Schatzkammer braucht man was? Gesetzbücher. Oh, er kann also. Er kann also jederzeit sich den schnelleren Zahltag holen. Motivation wird auch schon hochgearbeitet mit diversen Uhren, die hier vorgestampft werden. Ja, tatsächlich wurde die Challenge-Karte durchaus ein Stückchen leichter. Unmittelbar bevor wir sie geschafft haben. Aber ich werde mich nicht beschweren. Geschafft ist geschafft. Kein Problem von meiner Seite aus. Aber die wurden nicht um so viel leichter, soweit ich verstehe. Okay, da wächst die Wirtschaft einfach mal weiter. Aktuell 4 Schmieden. Die Mine wurde nicht wirklich was drumherum gebaut. Marie de Montfichier steht hier hinten im Wald und ist glücklich. Eric steht hier hinten, kurz davor in die Dunkelheit zu gehen. Nein, Eric, starr nicht in den Abyss. Er wird zu dir zurückstarren. Okay, er schläft. Gut, ich habe ihn nicht aus Versehen geweckt. Darius Schwert ist viel zu klein, was? Im Editor sieht es so aus. Aber das ist auch der Stufe 1 Dario. Nicht der Stufe 3 Dario. Stufe 3 Dario hat, glaube ich, ein größeres Schwert. Abgesehen davon, das ist reguläre Langschwertlänge von dem, wie es aussieht.
Das sieht nach einem regulären Langschwert aus für seine Verhältnisse. Dann wiederum, er ist auch größer. Also ein echtes Langschwert. Von den Proportionen für die Personen. Aber vom Rahmen. Ja, ja, das ist okay. Dann ist das reguläre Langschwertgröße. Außerdem hatte meine Schwester nicht unbedingt so viel Referenz dafür. Lustigerweise, sie hat sich vor kurzem kurz was angesehen, dachte, das erste, was sie mir gesagt hat, war, ich muss den Rahmen neu machen. Guckt sie vollkommen verwirrt an. Oder ich gucke vollkommen verwirrt in der Gegend rum. Und sie ist natürlich, es ist natürlich wieder ältere Kunst von ihr. Dementsprechend, eine neue Version würde schon wieder drastisch besser aussehen. Wahrscheinlich lasse ich das bei Zeiten dann neu designen. Und dann kriegt sie da. Und dann kriegt Dario dann wohl sein größeres Langschwert. Ein entsprechendes. Okay, Mike setzt jetzt schon seine Kaserne. Wenn die Geräte dann größer sind. Was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett? Ein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt etwas wirklich Feines. Also Phoenix ist fast schon durchgeforscht durch die ganzen Sachen. Und ein Schloss wird gerade gearbeitet. Taktiken und Pferdezucht fehlen noch. Das wird wahrscheinlich auch noch gleich passieren. Okay, jetzt hat er jetzt keine gezogenen Lauf auch kriegen. Taktiken wären natürlich für Söldnertürme ganz gut. Und natürlich auch für Kavallerie, wobei Kavallerie nicht so viel Anwendung finden wird. Aber generell sind Schatzmeister gilt vielleicht nur eine Möglichkeit zu mitnehmen. Hat er schon ein Stadtzentrum für die besseren Stier? Hat er, natürlich hat er. Und da kommen die Schuldsteine. So. Hallöchen, Varuti TV. Es ist eine PvP-Karte. Es spielen das Südteam hier gegen das Nordteam. Auch wenn du es so ansprichst, für eine Koop-Überlebenskarte würde sich diese Karte mit dem Design sehr gut eignen. Vier Spieler, die gemeinsam so die Stadt befestigen und dann so halten müssten, das wäre schon nett. Behalten das im Hinterkopf für die Zukunft. Vielleicht kann sich ein ähnliches Design für sowas benutzen lassen. Aber das ist, wir sind gerade im Osterturnier. Das heißt, diese beiden Teams, die wir hier sehen, werden sich gegenseitig gleich schlagen. Wir sind hier aus der Zuschauerperspektive. Es ist natürlich auch kein normales Siedler 5 Grad, das arbeitet über das Balancing Stuff, was das Spiel an einigen Stellen rebalanced, an anderen Stellen drastisch erweitert. Wobei Balancing Stuff inzwischen nicht mehr wirklich der richtige Begriff dafür sein könnte, aber es ist der Begriff, den es ursprünglich hatte. Und den soll es auch ewig weitertragen. Gegen so eine Nebelfork-Horde wäre das eine echt schöne Position hier alles. Wobei Balancing Stuff Nebelfork ist nicht zu unterschätzen. Es gibt tatsächlich diverse Koop-Karten, wo man sich gegen riesige KI-Angriffe anstürmen muss, gegen die man klarkommen muss. Auch mit Balancing Stuff gibt es sehr viele davon. Die sind aber sehr, sehr blutig. Irgendwo soll es DDK-Mythen heißen. In die Richtung bewegt man sich sogar fast schon mit den beiden neuen Helden, die wir hier haben. Die sind schon ein bisschen mythischer unterwegs, was ihre Fähigkeiten angeht. Okay, auch Phoenix baut sich bereits seine entsprechende Position hier auf, hat einen Aussichtsturm, um auf die andere Seite gucken zu können. Marie Demofich und Eric stehen hier. Also auch Marie Demofich und Eric, okay, gut. Beide werden also versuchen, den massiven Flächenschaden anzuwenden. Ich bin gespannt zu sehen, was da rumkommen wird. Akaito prügelt das nächste Stadtzentrum hoch. Geschichten aus der Gruft. Ich denke, der Name ist bereits vergeben. Nicht Siedler-spezifisch, aber er ist bereits vergeben, soweit ich weiß. Okay. Bin gespannt, wie Mikes Eisen-Eko sich mal schlagen wird. Fehlt Mike noch ein DZ? Nein. Genau genommen hat sich Mike noch ein DZ von Maximal genommen. Maximal hat aber sein zweites Dorfzentrum nicht belegt. Und er entlässt Leibeigene. Vielleicht findet er sein zweites Dorfzentrum gleich noch wieder. Falls nicht, sollte Mike es sich nehmen. Hallöchen, Alasutz! Willkommen!
Hier bleib ich gern. Auch Phönix prügelt gerade mehr und mehr Schmieden hoch. Er hat auch nicht so viel Eisen, aber noch sind 7 Minuten, bis der Waffenstillstand endet. Hier wird gerade die vorletzte Technologie durchgeforscht und danach muss nur noch die letzte Technologie geforscht werden und die Hochschule kann auch weichen. Ja, heute ist wieder maximal am Start. Er scheint auf Scharfschützen gehen zu wollen. Aber ohne jede Form von Wirtschaft wird das schwer werden. Er kann vielleicht ein, zwei Trupps ausbilden. Wenn er sein Dorfzentrum einnimmt und den nötigen Bevölkerungsplatz kriegt. Aber Ressourcen hat er keinen, um zu kämpfen. Das heißt, wahrscheinlich wird Akaito, sofern Mike nicht in der Lage ist, die Front zu verstärken, wird Akaito einfach über diese Flanke durchrollen. Ohne jede Gnade. Hier auf dieser Flanke wird das Interessante wahrscheinlich passieren, wenn Mike und Phönix aufeinandertreffen. Da bin ich drauf gespannt. Wo sind die? Ach, die Büchsenmacher sind noch unterwegs. Da wird noch ein Lager gebaut, damit die Büchsenmacher sich was abholen können. Immerhin das. Motivation ist noch nicht hochgearbeitet. Oh. Maximal hat die Dorfhalle genommen. Dann sollte Mike sich definitiv den Siedlungsplatz nehmen. Zumal Maximal noch ein Stadtzentrum kriegen kann. Könnte, wenn er die Architektur kriegen könnte, aber das ist aktuell nicht ansatzweise drin. Es gibt bei ihm halt noch viele Baustellen. Aber über die Zeit kann das alles werden. Hier werden gerade die Truppentechnologien hochgeforscht. Erek sammelt sich hier oben auch schon. Das heißt, Maritim auf wird gleich auch schon da sein. Eine Bronzekanone ist auch schon direkt bereit gemacht. Hat Phönix sich eigentlich irgendwo an Alchemie? Natürlich hat er sich ein Laboratorium hochgezogen und die Kanonentechnologien angeforscht. Von glühenden Geschossen lässt er scheinbar noch die Finger, weil die Technologie... Ist die im BS noch kaputt? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, er hat noch eine Kanone gegossen. Ja, da ist die nächste Kanone hingegangen. Er bringt Kundschafter mit, um auf die Seite zu gucken. Maximal hat einen Kundschafter mitgebracht, um hier zu supporten. Aber es darf nicht sein, dass ein Dorfzentrum unbenutzt ist. Das wird ganz wichtig sein. Wie funktioniert im BS inzwischen? Nun ja. TVR! Bestärkend! Positive Bestärkung! Klar kann man derartigen Pessimismus an den Tag legen, aber letzten Endes kann das keinen konstruktiven Effekt haben. Anstatt zu sagen, dass es nie passiert, freu dich lieber auf den Tag, wenn es passiert. Und Akaito gibt Phönix ein bisschen Eisen, damit er noch ein bisschen nachpulvern kann. Denn sie hat natürlich ihre Eisen-Echo früher aufgestellt und größer aufgestellt, direkt am Anfang. Phönix Eisen-Echo wird Stück für Stück ein bisschen nachgereicht. Eisen ist halt am Anfang hier noch eine knappe Sache. Eine große Frage wird auch sein, wie viel in die KIs hier reingestopft werden wird. Akaito fällt an Stein. Ich glaube, ihre Steinecke ist zu klein, oder? Bei Steinmetze? Na gut, sie investiert viel in Feinschmieden. Und Feinschmiede sind ein riesiges Investment. Die kosten 800 Steine das Stück. Versorgung? Ausgeglichen mit Bauernhof und Wohnhäusern. Bauernhöfe und Wohnhäusern, die fehlen. Wer unversorgt ist, kann ich gerade aber noch nicht direkt ausmachen. Wahrscheinlich verteilt über alles. Bei Phönix ist das so ziemlich komplett im Griff. Bei Mike fehlt es auch noch ein bisschen an Versorgung, auch vergleichsweise ausgeglichen. Hier in diesem Cluster kann ich mir vorstellen, dass es schwierig für die Leute sein wird, an ihre Ressourcen oder an ihre Versorgung ranzukommen. Maximal hat nicht viel Bevölkerung, aber auch relativ wenig Probleme mit der Versorgung. Und da kommen die schweren Scharfschützen. Für die hat er tatsächlich genügend Schwefel, aber nicht genügend Eisen. Oder? Dafür hat er nicht genug Eisen.
Phoenix baut sich erstmal schon den ersten Landsitz. Mehr Bevölkerungsplatz. Hier hinten kommen zwischen Armbrustschützen interessanterweise. Stufe 3 Truppen bildet er sich aus, statt Stufe 4 Truppen. Sie sind günstiger. Oder wertet er sie gleich noch auf, indem er den... Er hat nur Hauptmänner ausgebildet. Wahrscheinlich wertet er sie gleich noch auf. Und bildet und füllt sie dann gleich direkt auf einem einzigen Haufen. So kann er für eine längere Zeit sich den Bevölkerungsplatz sparen. Oder er frischt die gleich einfach wirklich mit weiteren Stufe 3 Truppen auf und arbeitet dann über Stufe 3 Truppen generell. Stufe 3 Truppen haben es schwer mit Stufe 4 Truppen. Das heißt, wenn Mike es schafft, eine ähnlich große Menge an Stufe 4 aufzustellen, wird er das halten können. Interessant, dass keine Schwertkämpfer mitgebracht werden aktuell, aber er hat halt auch... Weil die nur Holz kosten. Breitlanzenträger kosten nur Holz. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Das heißt, die voll zu machen und dann aufzuwerten, wird das mehr kosten? Das kostet wahrscheinlich für den ganzen Trupp. Aber die voll zu machen, das kann sich lohnen. Ab Armbrustschützen kosten Eisen. Da passiert gerade der Austausch. Interessant, dass er nicht auf Schwertkämpfer geht. Aber er weiß natürlich, dass Speerträger Schwertkämpfer besiegen. Und da sind die Hellebarden. Er hat sie tatsächlich aufgewertet, nachdem sie reingekommen sind. Ist das letzten Endes günstiger? Nur sein Holz geht gleich aus. Er muss ja im Endeffekt immer auch die Differenz zum Aufwerten bezahlen. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Das ist eine interessante Vorgehensweise. Hier sind die Armbrüste auch zu Arbalesten geworden. Wie im Leben wäre Phoenix auf Armbrüsten geblieben. Natürlich kommen Arbalesten. Akaito bringt haufenweise Helebardiere, ein paar Schwertkämpfer, die ja Langschwertkämpfer sind, und eine gute Menge an Armbrustschützen und Arbalestenschützen mit. Sie wird auf der Front einfach durchrennen. Diese zwei Trupps Scharfschützen werden vielleicht wirklich einen Türstopper darstellen, aber hier rückt Phoenix direkt vor und beginnt direkt Erek zu beschießen. Wer sich zurückzieht, das wurde rechtzeitig bemerkt. Leichte Kavallerie als Kurzbogenschützen werden mitgebracht. Ja, Phoenix ist auf dieser Front drastisch stärker aufgestellt. Boah, warum habe ich gerade richtig krasse Déjà-vu? Ich habe ein Déjà-vu von einem Déjà-vu. Von einem Déjà-vu. Das ist allmählich beängstigend. Und die Ablästen sind da. Wie gesagt, sie bringt ein gutes Stück mit. An Ablästen. Aber dieser Front rennt sie einfach durch. Hier werden wahrscheinlich noch... Gleich werden wahrscheinlich noch Bronzekanonen gegossen, um mit den Gebäuden besser fertig zu werden. Maximal mauert sich auf seiner Brückenseite ein und versucht vielleicht die Brücke zu halten. Die Scharfschützen sind zumindest voll durchgeforscht. Hier oben hat sich Phoenix und Dissen einfach da reingekämpft. Haben die beiden schon ihre Fähigkeiten benutzt? Ja. Haben sie. Ich hab's verpasst. Verdammt. Aber die Hellebarden werden natürlich mit den Schwertkämpfern kurzen Prozess machen. Und die Schützen mit der leichten Kavallerie. Hellebardiere sind halt die stärksten Nahkämpfer in Bellington Stuff. Die kontern halt Schwertkämpfer und schwere Reiter, sind dafür gegen Schützen anfällig. Das heißt, diese Armee ließ sich durch wirklich sehr viele Arbalestenschützen und vielleicht ein paar Scharfschützen durchaus kontern. Aber das ist nicht, wie Mikes Armee aufgestellt war. Nun, Phoenix radiert hier einfach durch. Mike stellt sich hier hinten auf, um die Position zu sichern. Akaito brennt sich hier hinten durch. Erek und Drake stehen hier. Ein dritter Trupp Scharfschützen wird aufgestellt. Die machen natürlich viele Schaden. Hat ihren 25 Schaden. Aber die halten wenig aus. Also ohne Unterstützung machen schwere Scharfschützen relativ wenig. Ich weiß nicht, ob Mikes Helden auch einen großartigen Effekt gehabt haben, aber die Truppen, die Phoenix mitgebracht hat, sehen relativ unbeschädigt aus. Es fehlt natürlich an Holz. Und er hat Kulturausrüstung mit Nebelvolk gemacht, um dadurch Nebelvolksoldaten mitbringen zu können. Die natürlich ihrerseits feindliche Speerträger kontern. Bärenmenschen kontern Speerträger und Schwertkämpfer. Also generell eine ganz gute Unterstützungsinfanterie. Gegen was sind die spezifisch schwach hier angesetzt? Scharfschützen, Kanonen und Türme. Ja, erscheint sinnvoll.
Nebenwaffe generell ist komplett stark gegen andere Infanterie. Oder Nahkampf-Infanterie. Stark gegen Schwertkämpfer und Schützen. Stark gegen einfach alles. Keine Schwächen. Dafür kosten die Silber. Also werden nicht so viel davon rumkommen. Stark gegen Schwertkämpfer und Schützen. Schwach gegen Speerträger-Kavallerie. Schwertkämpfer, Schützen, schwach gegen Speerträger-Kavallerie. Speerträger-Kavallerie. Schwach gegen Gebäudehelden, Schwertkämpfer und Scharfschützen. Und das sind halt die Standard-Infanterie. Sind halt Standard-Schwertkämpfer gewissermaßen, nur mit einem anderen Skin. Gut, Phoenix hat die Position hier oben recht einfach gesichert bekommen. Malk hat nicht genug Eisenreserven, um dagegen zu halten. Er hat sehr viel Holz. Er könnte jetzt einen riesigen Haufen Langbogenschützen ausbilden und Streitlanzenträger. Damit könnte er gegenhalten. Manchmal lohnt... Oh, da werden gerade die Streitlanzenträger erforscht. Denn mit 14.000 Holz, er könnte halt sehr, sehr viele Langbögen ausbilden, um die Speerträger hier zu kontern. Oder denen zumindest ein bisschen Schaden zu machen. Denn jetzt rennen Speerträger auf Schwertkämpfer los und die sind da gnadenlos. Hallöchen, Sylvanas. Willkommen. Und das war eine absolute Löschung von Marie de Montfichet. Streitanzenträger werden hier ausgebildet. Komm schon, bring die... Ja, da kommen die Langbogenschützen. Komm schon, Mike, reiß hier oben alles ein. Maximal, auch, komm. Reiß hier oben alles ein, macht einen wunderbaren Last Stand. Okay, Maximal, versucht noch einen... Meine Freunde nennen mich einfach den Schakal. Warum bin ich da... runter? Vielen Dank für deinen, Follow, Commander Cody. Bitte führe jetzt nicht die Order 66 aus. Aber willkommen. Und ja, sehr viele berittene Kurzbogenschützen. Die natürlich auch noch hier aushelfen können. Holz ist halt alles, was Mike gerade aufstellen kann. Wir können ganz kurz mal in eine lustige Kameraperspektive gehen und das mal ganz kurz so ansehen, weil ich mich inzwischen ein bisschen verliebt habe. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Und danke für den Giftsub, Sylvanas. Und Glückwunsch, TVR. Du wurdest beschenkt. So, wie sieht's hier hinten aus? Das hier hinten sieht schon durchaus beeindruckend aus. Wie Marie de Montfichet da einfach wartet. Ehe die Armee hier gleich rüberkommt. Ich möchte den Ansturm nicht verpassen. Die Perspektive, die wir haben, ist dafür sehr schön. Hier drüben schneidet sich Phoenix Stück für Stück drüber, denn es sind immer auch Stufe 2 Truppen. Die machen wenig. Eine Überzahl an der Brücke ist der einzige Weg, wie es dadurch vielleicht haltbar wäre. Maximal hat sich hier eingemauert. Akaito hat ihren Turm hier aufgestellt. Und kann dementsprechend auf die andere Seite sehen, was sie hier erwartet. Wahrscheinlich ist die direkte Folge daraus der Ansturm. Aber scheinbar noch nicht. Oh Gott. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Danke für weitere 5 Gift-Subs und meine Glückwünsche an... Nein. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. An Head of the Table. Eigentlich Manu, sollte ich gar Morbus, nicht hier Alasut sein. Morbus, Alasut und Hunter. Und wir wurden gerade gekidnappt. Nein, hier, so. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung da vorliegt. Da ist schon noch nicht losgegangen. Hier hat Eigentlich sich völlig drüber gekämpft. Gar nicht hier sein. Viel passiert da nicht. Sie waren einfach am absoluten Rausgönnen. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Ich mach das schon. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Das ist bestimmt nicht Gruppe 0, da ist meine Kirche drauf. Du gruppierst deine Kirche? Warum nutzt du nicht einfach Steuerung I, um zur Kirche zu springen? Das funktioniert nicht, wenn wir als Zuschauer sind, oder? Nein. Aber Steuerung I springt direkt zur Kirche. Da muss man keine Gruppe drauf benutzen. So, Mike könnte vielleicht das Dorfzentrum hier hinten benutzen. Das noch komplett unbenutzt ist. Maximal verstärkt sich inzwischen durchaus mit mehr Türmen, mit mehr Scharfschützen. Das heißt, vielleicht kann er durchaus ein bisschen Schaden anrichten an Akaitos Truppen. Phoenix dessen reißt sie einfach durch. Er ist durchgebrochen und stellt sich inzwischen sogar mit Kanonengießern vorne auf. Seine 6 Bronzekanonen werden alle Gebäude wahrscheinlich halb one-hitten.
Und irgendwo hat Phoenix noch ein paar dritte Kurzkämpfer mitgebracht. Leuchtturm? Leuchtturm. Da sind die hergekommen. Zwei Festungen, drei Yuki, vier Leuchtturm. So verteilt man das auf jeden Fall. Für die Burg benutze ich auch Steuerung Q. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, tatsächlich die vom Spiel gegebene Hotkeys für die Gebäude zu benutzen. Dann kann ich meine ganzen Hotkeys von den Zahlen 1 bis 0 benutzen, um gewissermaßen Orgel zu spielen, wenn ich 10 verschiedene Gruppen und Armeen mitführe. Okay, es werden noch ein paar weitere Truppen hier ausgebildet. Diese schwere Kavallerie wird mitgebracht, die hier am Rumrandalieren ist. Mike gibt das maximal noch 1000 weitere Steine und der Angriff geht los. Marie, wo ich hier wurde gestoppt, oder? Nein! Ja, wurde sie. Aber Erich hat einen guten Wirbelschlag gemacht. Die Schwertkämpfer reißen jetzt aber hier durch. Marie de Morfiché wurde allerdings gestoppt. Drake bufft auch die Scharfschützen. Die Scharfschützen machen so viel Schaden, wie sie können. Aber letzten Endes werden sie einfach komplett überwältigt von der Horde an Schwertkämpfern, die hier über sie drüber rennt. Und damit hat sich Akaito hier durchgeschnitten. Maximal versucht doch hier in den nächsten Ablisseturm aufzustellen. Aber Ballistetürme werden einfach gelöscht. Die haben keine Rüstung. Hinten hat maximal noch durchaus eine zwei Scharfschützen übrig. Vielleicht drehen die das noch. Phoenix hasst Uhren. Das Konzept von Zeit respektiert er nicht. Ist Alarm? Sieht nicht danach aus. Nein, die scheinen noch zu arbeiten. Ist nicht Alarm. Mit Alarm könnt ihr die Kanonen hier durchaus beschädigen. Das erste Dorfzentrum ist hier oben auch schon gefallen. Ah, sehr gut, Mike. Mike! So will ich das sehen. Einen wunderbaren Last Stand vorbereiten. So muss das. Mach es beeindruckend. Lass sie die Festung mühselig erstürmen. Komm, Maximal, reiß auch Sachen ein. Du hast noch Holz. Du kannst auch ein paar Langbogenschützen dazusetzen. B. Ja, TVR, das ist Roma. Auch ich musste das erstmal lernen. Wir sehen hier übrigens schwere Kavallerie in Balancing Stuff. Gegen ein Stadtzentrum. Ihr wisst, wie schwere Kavallerie im Hauptspiel in Vanilla einfach gerne benutzt werden kann, um durch eine feindliche Siedlung reinzureißen, schweren Schaden anzurichten und immer in Bewegung zu bleiben und den Feind durchgehend unter Kontrolle zu halten. Wenn in BS jemand schwere Kavallerie in seiner Stadt hat, die ein Dorfzentrum angreifen, dann kann man erstmal einkaufen gehen und sich ein bisschen entspannt zurücklehnen. Vielleicht noch ein bisschen Sommerbräune abholen. Man hat alle Zeit der Welt. Die machen gar nichts. Schwere Kavallerie ist im BS einfach so gegattet worden. Alarm an, Kavallerie weg. Ja. Alarm an, einkaufen gehen, wenn man zurück ist, ist die Kavallerie tot. Wahrscheinlich um einiges früher, weil Alarm im BS sehr stark ist. Der Winter wurde gezogen. Was wird hier geholt? Macht Phoenix noch irgendwelche geheimen Geheimnisse und Secret-Sachen? Nein, er bringt dunkle Schwertkämpfer mit. Er kauft die Söldner. Dunkle Schwertkämpfer und Langschwertkämpfer. Einfach zum absoluten Überflex. Weil er noch nicht genug Truppen hat. Dunkle Schwertkämpfer von den Stats her, die theoretisch stärksten Schwertkämpfer, kann man ansonsten nur über den Söldnerturm bekommen, wenn man den Austausch mit den Raubrittern macht. Dann gibt es die hier. Wie viel kosten die eigentlich? 110 und 70.
Wenn wir irgendwelche Bastelschildkämpfer, an denen wir es abmessen können, wie das uns sich ansonsten verhält. Ich glaube, die sind leicht teurer, die, die hat doch bestimmt ein paar Nein, das sind Langschwerter. Langschwerter sind natürlich drastisch günstiger. Und ich glaube, Bastelschildkämpfer sind auch günstiger als dunkle Ritter. Lass mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Aber die haben auch mehr Leben und alles. Erstmal die Wirtschaft hier aufbauen. Und einen wirklichen Belagerungsring ziehen. Während Phoenix wortwörtlich die gesamte Stadt von Mike schleift. Aber während Phoenix die Stadt schleift, sammelt Mike alles, was er hat, um hier möglichst viele Truppen aufzustellen. Was auch immer er an Eisen hat, geht in Schwertkämpfer. Was auch immer er an Holz und Talern hat, geht ansonsten in Schützen und Speere. So will man das sehen. Und da vereinen sich die beiden Armeen von Phoenix und Akaito. Das ungenutzte Dorfzentrum ist mal wieder traurig in der Gegend am Rumsitzen. Ah, maximal befestigt allerdings auch die Position. Baut hier Türme hin. Er wird, glaube ich, vielleicht einen Turm ausbauen. Kann er einen Turm ausbauen? Die Kosten sind relativ hoch. Ja, er kann einen Turm ausbauen. Mag, wenn die Leute jetzt wegrennen. Er sollte wahrscheinlich seine Ziegler einstampfen. Er muss halt auf die 280 Platz runter. Weil, ja, er reißt, glaube ich, jetzt gerade Sachen ein, damit die Leute... Nein, es sind die Kanonen. Die Kanonen reißen die Sachen ein. Dann ist es, wenn die ganze Siedlung so oder so wegrennt, nach einer Weile müsste er wieder in der Lage sein, zu rekrutieren, oder? Die Motivation ist gerade im Eimer, klar. Aber sobald sie sich wieder irgendwie ein bisschen sammelt, vielleicht kann er dafür eigentlich das eine oder andere Gebet rausmachen, dann müsste er weiter rekrutieren können. Jetzt bräuchten maximal berühmte Schützentürme. Die Baustellen. Okay, da hat maximal Platz geschaffen. Vielleicht für Schützentürme, vielleicht baut eine Kaserne oder einen Schießplatz hier hin. Seine Schützeninfrastruktur wurde einfach stehen gelassen. Und da wird das Nebelvolk mitgebracht. Und Elite-Krieger der Barbaren, wo hat der die jetzt hergenommen? Es klart auf und wird wieder wahr. Er hat nicht den entsprechenden Austausch. Wo hat er die hergezaubert? Aus dem Leuchtturm? Das würde mich sehr überraschen. Kann man die aus dem Leuchtturm bekommen? Das wäre unglaublich wild. Ach, kann man aus dem Söldnerquartier kaufen? Bemerkenswert. Wohl habe ich gewundert, warum die hier oben unterwegs waren. Sind hier außen den ganzen Weg drumherum gelatscht? Der Counter ist für die KI spawnt, soweit ich das verstehe. Weil eine neue KI-Welle hier spawnt. Aber niemand hat die KI gekauft. Soweit ich verstehe. Und da geht Mikes Stadtzentrum, weil er keine Schützen hier stehen hat, um das hier wegzumachen. Denn die bräuchte er. Mike ist ab jetzt angreifbar. Und alles wird ihm wegrennen. Er hat keinen Bevölkerungsplatz mehr. Hat er noch... Wo sind seine Leibeigenen? Hat er Leibeigenen Reserve, um das wieder aufzubauen? Wo sind seine Leibeigenen? Mike hat noch 4 Stück. Aber wo sind die? Ach, da sind sie. Sie sind unterwegs. Diese 4 darf er nicht verlieren, ansonsten... Ansonsten hat er ein Problem. Ja, die Kanonen sind schmerzhaft. Jetzt setzt Phoenix einen Aussichtsturm hin, um sich drauf zu haben. Wenn er ganz frech ist, macht er einen Ballisterturm draus. Mike baut uns wieder auf. Er bräuchte halt eine gute Masse an Langbogenschützen hier drüben, um seine Mauern gegen die Kanonen zu verteidigen. Söldner Austausch Banditen wäre für Mike auch gerade gar nicht mal so schlecht vielleicht. Er könnte sehr, sehr viele Schützen ausbilden. Banditenbogenschützen.
Position zu halten. Aber jetzt geht die Belagerung los. Das wollen wir aus einer guten Perspektive sehen. Der Sturmangriff beginnt. Phoenix Armee bestürmt die Truppen von Mike Astro auf ihrem Hügel, die sich hier einfach festgesetzt haben und versuchen, das Tor mit allen Mitteln und Wegen zu verstopfen. Nicht Armbrustschützen. Langbogenschützen. Oh, das war eine üble Vernichtung, die Marine Morphichet gerade durchgeführt hat. Marine Morphichet setzt Senfgas ein. Es ist sehr effektiv. Und damit bricht natürlich direkt hier die vordere Front sehr stark weg. Die Ballistatürme sind zum Großteil aufgerieben, schießen von dieser Flanke noch drauf. Aber jetzt kommt Akaito mit ihrer Marine de Morphichet und ihren Hellebarden noch hinterher. Und eigenen Söldnern. Die Bronzekanonen zerlegen inzwischen die Geschützstellung hier drüben. Und damit ist der Durchbruch durch das Tor geschafft. Milizen und Langbogen und die Kurzbogenschützen werden von Maximal mitgebracht. Wir versuchen noch dagegen zu kämpfen. Aber gegen diesen Ansturm, was können Menschen gegen so puren und tollkühnen Hass schon ausrichten? Welche Hoffnung besteht noch? Und schwere Kavallerie. Schwere Panzerreiter brechen durch und werden wahrscheinlich gleich das Dorfstrom wütend anstarren, ohne irgendwas zu machen. Nein, sie gehen auf das darauf los, weil die Kanone von hier unten, eine Belagerungskanone von Akaito, maximal das Stadtzentrum oder Gemeindezentrum wegschießt. Hier hinten wurde bereits das nächste Dorfzentrum wieder, vernichtet. Und der Durchbruch ist damit geschaffen. Ja, die Kameraeinstellung liebe ich auch. Das ist super. Habe ich tatsächlich in diesem Turnier wirklich entdeckt oder wirklich gefunden. Ist aber, glaube ich, schon eine ganze Weile in der Balancing Stuff drin. Ich weiß nicht, wie standardmäßig das noch so woanders drin ist. Ah, nein. Ich wollte es nicht übertreiben. Wo bin ich? Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Okay, Sekunde. So und so sehen wir den Durchbruch einfach hier. Denn an diesem Punkt gibt es nicht mehr viel Dramatisches zu sehen. An diesem Punkt ist es kein Kampf mehr. Das ist eine Hinrichtung. Aber theoretisch Death Streets, sind ist diese Kameraeinstellung, praktisch gesehen, wurde das im Bears als einfache Zusatzfunktion reingesetzt. Wir können sogar eine erweiterte Ressourcenanzeige kriegen, damit wir noch diverse zusätzliche Sachen sehen können über veredelt und unveredelt und all solche Sachen. Das sind viele Bronzekanonen. 9 Bronzekanonen werden sie Zitadelle zerreißen. Akaito und dessen stürmt einfach auf die Zitadelle mit ihren Truppen ein. Die schlagen voller Gewalt gegen die Steine. Die hält ein bisschen mehr aus, aber kämpft natürlich gegen Kanonen. Gegen Kanonen keine Chance. Der 63 Rüstung, weil Maurerhandwerk erforscht ist. Maximal hat das Maurerhandwerk auch noch nicht gehabt. Wobei, nee. Okay, doch, Akaito hat auch Maurerhandwerk nicht mitgeforscht. Mike ist damit gefallen. Jetzt verbleibt nur noch die Zitadelle von Maximal. Und der Ballisterturm. Er hat auch keine Leibeigenen mehr, um irgendwas wieder aufzubauen. Oder Ressourcen dafür. Der Erich und der Drake liegen hier und Akaito und Ballistenschützen stehen da drauf und denken sich, nö, krieg's nicht zurück. Aber das GG wird ausgesprochen. Was war das? Eine Reiterstatue setzt Phoenix dahin. Mike hatte die Hoffnung, dass ein Last Stand hier hinten das noch drehen würde. Aber das war einfach eine pure Horde, die da über ihn reingebrochen kam. Und dann hat die feindliche Marine auch noch eine absolute Löschung durchgeführt. Und die Belagerungskanone ist da. Das war ein gnadenloser Sieg auf allen Fronten seitens der hellen Schnitten. Mary hat wirklich übel zugeschlagen.
Man kann über den Launcher, den wir benutzen, sogar Gebäude drehen. Das ist das Allerlustigste auch noch, wenn man Schönbau betreiben möchte. In unserer jüngsten Koop-Karte mit Algrip haben wir damit drastisch übertrieben und zu viel Spaß damit gehabt. So, dass wir es geschafft haben, dass Kanonen bei dem Gießen direkt gelöscht wurden. Stimmt, Marinemoffiche hat natürlich mit der Demoralisierung den Last Stand richtig hart gestoppt. Gut, dann schauen wir uns mal die Statistiken an. Von den Gesamtpunkten ist Phoenix ganz vorne mit 38.000, dahinter Akaito, kurz dahinter Mike Astro und dahinter Maximal, der abgeschlagen ist. Kampfpunkte Phoenix mit 10.000, die allermeisten, dann Akaito, dann Mike Astro und dann Maximal. Die beiden hatten wenig auszusetzen oder auszurichten gegen die Horden, die aus dem Süden angekommen sind. Gesamtgebäude, Bauernhöfe, Wohnhäuser und Arbeitsplätze. Die Armeen, die aufgestellt wurden, waren durchaus massiv, wo Phoenix insgesamt 304 Soldaten vor dem letzten Angriff zur Hand hatte. Wobei gesagt sein muss, Mike hat durchaus seinen Schaden angerichtet, wie es aussieht. Hat durchaus seine Dellen reingeschlagen. Die Motivation, die Leibeigenen und die Arbeiter. Hier ist die Motivation bei Mike halt komplett weggebrochen, weil sein Bevölkerungsplatz überzogen war. Das ist NBS, die Anti-DZ-Trade-Methodik. Damit man nicht drastisch den Bevölkerungsplatz überziehen kann, indem man den Dorfsoldaten hinterher tauscht und übermäßig riesige Armeen aufstellen kann. 124 Gebäude hat Phoenix zerstört. Er hat einfach gewütet. Er hat sich Zeit gelassen, während Akaito sich auf ihrer Front einfach durchgekämpft hat. Die hatten ja leicht zeitverzögernde Angriffe. Verlorene Gebäude hat Mike natürlich seine 117 Gebäude verloren, dann hinter Maximal. Die meisten Kills hat Phoenix mit offensichtlichen Sprüngen durch Marie de Montfichet. Es gibt hier drei offensichtliche Marie-Sprünge. Und damit ist er auf 1337 Leute gekommen, die er erledigt hat. Alle anderen halten sich hier relativ im Zaum, wobei Akaito noch mehr weggekriegt hat als Mike. Dahinter Mike, dahinter dann Maximal. Die größten Verluste hat Mike mit 1318 Mann erlitten. Er hat hart gegengekämpft. Dahinter Maximal, dahinter Phoenix und dahinter Akaito. Dann einmal über diese Sachen hier drüber. Ausgeteilter Schaden gegenüber Einheiten, gegen Gebäude. Das ist alles gemessen an den bisherigen Statistiken und der riesigen Armee nicht wirklich überraschend. Die meisten Angriffe, die tödliche Entität, definitiv Phoenix Marine Morphiche, die hat einfach mehrmals ganze Armeen gelöscht. Das war übel. Das war ein sehr positiver Kampf seitens des Südteams. Wobei Maximal durchaus noch ein bisschen hier gegengehalten hat, an dieser Stelle. Akaito wieder ein bisschen runtergebracht hat, während sie die Brücke gestürmt hat. Aber letzten Endes konnte das an dem Punkt nicht halten. Blitze! Darauf habe ich gar nicht geachtet heute. Aber ich weiß, was ich hier gegeben hat. Ich habe ein paar verletzte Leute gesehen. Okay. Akaito war diesmal unser heutiger Blitzableiter, hat den meisten Schaden von Blitzen gekriegt. Dahinter Phoenix, dahinter Mike, dahinter Maximal. Am öftesten getroffen wurde entsprechend auch Akaito. Das war drastisch sehr viel. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich fühle das. Den meisten entsprechenden Treffer hat sie auch abgekriegt. Und sie hat sogar, ich glaube, es könnte vielleicht sogar im Turnier das erste Mal sein, dass Leute tatsächlich durch Blitze ermordet wurden. Ich fühle mit ihr. Upgrades, Verzierungen, Mauern haben wir keine. Bevölkerungsplatz, da wurden sich vielleicht das eine oder andere Dorf drum geliehen. Technologien, null. Alle haben null. Niemand hat Technologien. Niemand hat geforscht. 12 Kanonen wurden gegossen und eine weitere hier unten, also 13 insgesamt. Distanzen, die zurückgelegt wurden. Hin und her gereichte Ressourcen. Was war es, was da an einer Stelle gegeben wurde? Es gab eine Situation, wo Mike einen Missklick gemacht hat und Ressourcen an das Südteam gegeben hatte. Es müsste an einer Stelle sein, wo der Sprung zwischen den beiden hier nicht gleich ist. Sehe ich hier gerade nicht.
Vielleicht wurden sie so schnell zurückgegeben, dass es einfach unsichtbar ist. Gegebene Kommandos, Phoenix mit 7400 unterwegs, dahinter Akaito, dahinter Mike. Akaito hat gegen Ende noch Mike überholt, was die gegebenen Kommandos anging. Dahinter maximal. Hier sehen wir entsprechend Kommandos pro Minute, wo Phoenix durchgehend über den Grafen der anderen ist, mit der Ausnahme von einigen kleinen Überschneidungen. Kills und Losses pro Minute. Übel. Da sieht man ganz genau die drei Momente, die drei Gifte, die Mary gezündet hat, haben jedes Mal so üble Spikes ausgelöst in der ganzen Zeit. Gleiches geht natürlich über den Schaden. Dann einmal rückwirkend über die Ressourcen hier rüber und damit sind wir die Statistiken auch durch. Immer wieder gerne, Barbara, und auch dir einen schönen Abend. Und damit, liebe Gemeinde, war das dieses vierte Match. Viertes, oder? Das vierte Match des Osu-Turniers. Fokus in den Ergebnissen, ja. Genau, das Match, das gestern hätte stattfinden sollen, wurde verschoben. Dann bin ich gespannt, was das fünfte mit sich bringen wird. Insofern sehen wir uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und Cheerio.